Ein weiß lackierter Würfel, auf allen sechs Seiten, sechs Augen, Glück garantiert. Hierüber und über noch viel mehr sprechen wir heute. Herzlich willkommen zu The Art Of, der Gesprächsreihe mit Künstlerinnen und Theoretikerinnen, die Einblicke in die Sammlung und Archive des ZKM Karlsruhe gewähren. Unter dem Titel The Art Of Me, Myself and I begrüße ich heute den Erfinder dieses Würfels in der Media Lounge des ZKM. Tim Ulrichs, einen der bedeutendsten Konzeptkünstler unserer Zeit, der mit mehr als 150 Werken in der Sammlung vertreten ist. Vielen Dank, Herr Ulrichs, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Mein Name ist Sarah Donata Schneider. Ich bin promovierte Theatrologin und seit 2019 für eben diese Sammlung zuständig. Um Ihnen einen Einblick in das vielschichtige Werk von Tim Ulrichs zu gewähren, haben mein Kollege Christian Hart und ich einen Einspieler für Sie vorbereitet. "1991 lässt sich der Aktionskünstler Tim Ulrichs von einem Messerwerfer porträtieren. Eine Kunst des Annäherns und Aussparens zugleich. Eine Kunst, in der der Künstler im Zentrum steht. Die Umrisszeichnung seines Körpers auf einem Türblatt bleibt als Ergebnis. Tim Ulrichs folgt einer beispiellosen Vorstellung der Vereinigung von Kunst und Leben, einer der großen Utopien der Moderne von Anbeginn. 1961 präsentiert er sich selbst als erstes lebendes Kunstwerk. Mit einer Visitenkarte, auf der er sich im Stil des Bauhauses in Kleinbuchstaben als Werk firmiert, führt er sich selbst in die Kunstwelt ein. Als Sohn einer Stenotypistin und eines technischen Zeichners wird Tim Ulrichs 1940 in Berlin geboren. Es ist das Jahr, in dem das Deutsche Reich die Luftschlacht um England beginnt und Paris im Westfeldzug besetzt. Zunächst nach Prenzlau evakuiert, zwingen der Krieg und der Einmarsch der Roten Armee ihn und seine Familie zur Flucht aus der Geburtsstadt. Nach dem Abschluss seines Abiturs beginnt er mit 19 Jahren ein Architekturstudium an der Technischen Hochschule Hannover, das er jedoch nicht zu Ende führt. 1959 gründet Tim Ulrichs hier seine Werbezentrale für Totalkunst, Banalismus und Extemporismus, die bis heute den Ausgangs- und Bezugspunkt seines künstlerischen Schaffens bildet. Mit unermüdlichem Tatendrang schafft Tim Ulrichs bis heute ein stetig wachsendes Werk, das sich einer Kategorisierung, wie sie die Kunstgeschichte anstrebt, verschließt. Dabei bewegt sich der Autodidakt auf geradezu spielerische, leichtfüßige Art und Weise in feinster Manier des Neodadaismus zwischen den unterschiedlichsten Gattungen. Anlässlich des 80. Geburtstages des Dadaisten Kurt Schwitters gibt er seine Vermählung mit Anna Blume, einer der bekanntesten Kunstfiguren des Dadaisten, bekannt. Seine Hommage an Kurt Schwitters ist nur ein Beispiel für eine Kunstform, die nach dem Originellen statt dem Original sucht. Tim Ulrichs Welt beginnt in der Sprache und sie endet in ihr. Ob am Anfang war das Wort am oder Rose Eros. Das Erfinden von Sinnbildern ebenso wie die konkrete Poesie sind die steten Begleiter seiner Kunst. Sie sind wie die jährliche Konservierung eines Farbbandes seiner Torpedo-Schreibmaschine in einem Plexiglaskasten, das literarische Gesamtwerk, Zeugnis eines geistreichen Blicks auf die Welt. Mit ihr sieht sich der Künstler verbunden, was er in seiner Arbeit Stirn und Gestirne beweist. Ein schwarzer Gummistreifen läuft über zwei Spulen, die abwechselnd befüllt werden. Während rechts ein Muster aus Punkten an ein Sternenbild erinnert, bildet sich links Tim Ulrichs Kopfumriss ab. Als kühnen Kunstgriff projiziert sich der Künstler in das nächtliche Firmament.
In der steten Beschäftigung mit der Kulturgeschichte, die seine Werke ebenso prägt wie eine auf akribische Feinheiten ausgelegte Ausführung, liegt der Fokus von Tim Ulrichs auf der Wiederentdeckung des Bestehenden. Seine Objekte, Installationen und großen Skulpturen im Außenbereich führen in einen Moment der Irritation, seine Aktionen zuweilen in eine Erschütterung, wie er es in Versunkenes Dorf, einem originalgetreuen Nachbau der Dorfkirche Heiligkreuz, beweist. Sie alle sind Ergebnis einer konsequenten Umsetzung des selbsternannten Totalkünstlers, einer Verschmelzung zwischen Kunst und Leben, in der das kulturelle Konstrukt Kunst eine konkrete Gestalt im Künstlerleben erhält. Bis heute ist Ihre 1961 in Hannover gegründete Werbezentrale für Banalismus, Extemporismus und Totalkunst, das muss man vorwegnehmen, Ihr Lebens- und Arbeitsmittelpunkt. Der Kunstverein Hannover hat, glaube ich, eine große oder sehr große Reihe von Ausstellungen mit Ihnen gemeinsam gemacht und das Sprengelmuseum besitzt einen der größten Bestandteile an Ihren Werken. Herr Ulrich, Sie sind 1940 in Berlin geboren, mussten dann mit Ihrer Familie in die Gegend um Oldenburg fliehen und haben Ihr Abitur in Bremen abgelegt. Wie sind Sie nach Hannover gekommen und dort zur Kunst? Ja, die Flucht aus Berlin war natürlich kriegsbedingt über Prenzlau. Und dann sind wir gen Westen gezogen. Also das war die Alternative, bleiben wir und lassen uns von den Russen überrollen, der russischen Armee, Roten Armee, oder ziehen wir gen Westen. Und das erschien meiner Mutter eben die bessere Möglichkeit, hat sich auch als solche ja dann auch bewahrheitet, dass es klug war, nach Westen zu gehen, also mit dem Treck, mit Pferden und den letzten Eisenbahnen da zu fliehen. Und wir sind im Oldenburger Land in der Nähe von Wildeshausen gelandet. In Gebeshausen, einem Dorf beim Reichsmusterdorf Dötlingen, haben wir die letzten Kriegstage erlebt. Auf einem Bauernhof oder im eigenen Schweinestall des Bauernhofes lebend. Und dann kamen die Tommies oder Amis, das weiß ich nicht mehr so genau, und haben uns Kindern erstmal Dosen mit Pudding, Rosinenpudding gegeben und den Frauen die gewünschten Zigaretten gegeben. Obwohl es ja verboten war zu fraternisieren, aber die Kinder haben das sehr genossen, eben nicht nur die Schokolade und den Pudding, sondern haben das Kriegsspielen als Amüsement beinahe, als Unterhaltung gesehen. Wir selber haben dann auch in zerschossenen Panzern Krieg gespielt, aber das nicht so ernst nehmen können. Ich habe zum Glück keine toten Soldaten gesehen, ich habe nur am Horizont so das Donnergraue Grollen noch mitbekommen. Und bis 1954 bin ich dann in Wildeshausen zur Schule, erst in Dötlingen eingeschult worden, dann in Wildeshausen in die Mittelschule gegangen. Dann haben wir unsere Wehrmachtsbaracke, die wir bewohnt haben, verlassen und sind nach Bremen gezogen. Meine Mutter war stehende Typistin und mein Vater hatte damals beim sogenannten Labour Service in Bremerhaven gearbeitet. Das waren die Zivilangestellten der Besatzer, der amerikanischen Besatzer in Bremen und Bremerhaven. Das war ja amerikanische Zone. Und mein Vater als in Südafrika geborener Mensch mit englischer Großmutter konnte perfekt Englisch und hat da eben in Bremerhaven dann im Büro gearbeitet, als Übersetzer mehr oder weniger. Da er auch nicht Parteimitglied war bei den Nazis, war das alles recht einfach für ihn, diese Arbeit zu bekommen. Und so habe ich dann 1959 in Bremen Abitur machen können. Ich hatte von Kunst nur so amateurmäßig oder als Schüler durch Besuche der Kunsthalle Bremen und einiger privater Galerien so mir eine vage Vorstellung gemacht von dem, was Kunst oder Architektur sei.
Was bedeutete Ihnen Kunst damals? Also wie haben Sie Kunst in diesen jungen Jahren definiert? Also wenn Sie sagen, Sie waren in den Museen dort, wissen Sie noch, mit welchen Künstlern Sie so zuerst in Berührung gekommen sind? Also in Bremen gab es die Kunsthalle eben, die ich sehr gerne besucht habe, ja. Sonntags statt zum Tanztee der evangelischen Schülergemeinde oder was weiß ich, oder einen Sportverein zu gehen, bin ich dann in die Kunsthalle gegangen. Oder ich habe viel in der Staatsbibliothek oder in der Volksbücherei in der Innenstadt gesessen und mir Literatur oder Kunstbücher ausgeliehen. Ja. Direkt Künstler habe ich gar nicht kennengelernt. Ich hatte eine Verwandte, Emmy Wiedmann, die hatte eine Galerie für moderne Kunst gehabt. Aber die hat da Taschisten und solche Leute gezeigt, die mich eigentlich nicht so interessiert haben. Aber ich habe dann eben per Literatur eben Bauhaus für mich entdeckt, ja. Pevsner gelesen, so verschiedene Bücher in die Hand bekommen. Natürlich Architektur immer von der Fassade her verstanden, also nicht von der Konstruktion, vom Innenleben, sondern vom Aussehen. Also daher hat mich der Konstruktivismus und die Bauhausarchitektur und auch russische Revolutionsarchitektur sehr interessiert. Und ich habe für mich eben in der Literatur dann, eben auch über Bücher nur, die ersten Dada-Publikationen in die Hand bekommen. Mitte der 50er Jahre sind ja in der Schweiz, im Arche-Verlag und, ja. und Schifferli-Verlag und so weiter, die ersten Dada-Publikation erschienen, natürlich bezogen auf Zürich, also nicht die Berliner Dadaisten, ja. waren auch nicht Gegenstand der Forschung oder der Publikationsorgane und Verlage, sondern es bezog sich alles auf die Gründung von Dada und Hugo Ball und Tristan Zara und wie die alle hießen. Und später habe ich dann eben auch die Berliner so klar, in Hannover gefunden ja. oder erfunden. Ja. Und das hat mich also beides sehr aufgeregt. Also einerseits diese konstruktive Seite der Bauhausarchitektur und dann andererseits dieser revolutionäre Gestus der Dadaisten und später auch der Surrealisten. Ich konnte natürlich als jemand, der noch Hunger und sowas erlebt hat, meiner Mutter nicht sagen, ich möchte Künstler werden. Sie hat ja gar keinen Begriff von Kunst gehabt. Meine Mutter hat im ganzen Leben keine Kunstausstellung besucht, hat auch kein Abitur gehabt, war Volksschule und dann eben hatte sie sich in Berlin eine Schreibmaschine gekauft, die habe ich heute noch, im Betrieb sogar. Und hatte Steno gelernt und war dann eine Stenotypistin geworden, ist ja. von Guben nach Berlin gegangen. Und hat dann meinen Vater kennengelernt, der war technischer Zeichner von Beruf. Und dann haben sie sich verliebt und geheiratet. Wie sie sich kennengelernt haben, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, es gab in der Familie keine Prägung in irgendeiner künstlerischen Richtung. Mein Vater hat amateurhaft gezeichnet, er konnte sehr gut zeichnen und hat auch für sich noch die Abstraktion so erarbeitet. Ich habe auch noch, es gibt ein paar Bilder von ihm, die auch gar nicht schlecht sind, so fauvistisch im besten Fall. Aber es gab nicht so etwas wie einen musischen Haushalt bei uns. Meine Eltern haben mir nahegelegt, Blockflöte zu spielen und Weihnachten dann eben Weihnachtslieder dann einzuüben. Aber die Musik ist es nicht geworden. Nein, das Instrument hat mir nicht behagt und eine Rockgitarre und so zu spielen dazu, oder auch Klavier zu spielen, das lag viel zu fern, weil wir hatten gar kein Geld für solche Hobbys und Extravaganzen. Und dann kommt ja die berühmte Frage, was willst du werden? Ja. Und wie gesagt, ich konnte nicht argumentieren, ich möchte gerne Künstler werden, hätte meine Mutter liebevoll, aber so dem Inhalt nach wohl sagen müssen, du spinnst wohl oder solche Flausen können wir uns gar nicht leisten. Also jetzt nenn mal was, womit du auch unseren Haushalt entlasten kannst.
Und da habe ich gedacht, Architektur wäre nicht schlecht, weil ich da das Künstlerische mit dem Nützlichen und Praktischen verbinden könnte. Ja. Ich könnte in einem Büro arbeiten, ich könnte auch städtisch oder staatlich eine Anstellung finden und so weiter. Und das hat meine Mutter auch überzeugt. Das war einfach die schwierige finanzielle Situation, ja. Die war so bedrückend. Mein Vater hat zu wenig Geld aus Bremerhaven mitgebracht, meine Mutter musste immer arbeiten. Also meine Eltern haben beide bis zu ihrem Lebensende arbeiten müssen. Ja. Und deswegen war es eben so wichtig, einen Brotberuf zu ergreifen. Mhm. Und das habe ich dann eben mit dem Studium der Architektur versucht. Ich habe mich in Berlin beworben, das war mein Idealort. Erste Wahl. Meine Mutter wollte ja auch nachdem sie in Rente gegangen wäre, nach Berlin zurückziehen. Mhm. Da hat sie ihre Jugend verbracht, ihre Liebe kennengelernt und so weiter. Also sie wollte an den Ort zurück, den sie eben mit ihren glücklichsten Jahren verbunden hatte. Das ist ihr leider nicht gegönnt gewesen. Also ich habe mich stellvertretend für sie dann in Berlin beworben und sicherheitshalber in Hannover. In Berlin habe ich keinen Studienplatz bekommen, aber in Hannover dann. Und so bin ich 1959 im Februar nach Hannover gezogen und bin da leider, muss ich sagen, bis heute hängen geblieben. Ich habe mich lebend eingemauert mit meinem Oeuvre. Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie als Maler einen schönen Atelierraum haben, Sie fangen an, Bilder zu malen, die Sie nicht verkaufen können, dann stellen Sie die an die Wände und die Bäume Jahresringe ausbilden, bilden Sie Jahresringe nach innen, bis Sie so unbeweglich sind, dass Sie gar nicht mehr malen können, weil Sie keinen Platz haben, den Pinsel zu bewegen. Und so habe ich mich auch immer mehr eingeschränkt in Hannover mit all dem Zeugs, was ich so angesammelt habe, dass ich da nicht mehr den Ausbruch geschafft habe, woanders hinzugehen. Also mittlerweile ist es natürlich auch gleichgültig, denn man weiß, Tim Ulrichs wohnt in Hannover, ist die Nummer 1 in Hannover neben Christiane Möbus. Wir haben das so aufgeteilt, sie ist die Nummer 1 unter den weiblichen Künstlern und ich bin die Nummer 1 unter den männlichen Künstlern, also zwei Nummer 1. Nummer 2-1 in Hannover. Also das wird man gar nicht bestreiten können. Jedenfalls sage ich das, ich bin die Nummer 1 in Hannover unter den Männern. Und jetzt kann man mich auch erreichen. Aber in den 60er, 70er, 80er Jahren hat sich das noch nicht rumgesprochen. Und das war nicht karriereförderlich, hängen zu bleiben. Nichtsdestotrotz war es die Geburtsstadt auch von Kurt Schwitters. Also Sie sind in dadaistische Nähe gerückt in Hannover und haben dort eigentlich von Anfang an in Ihrem Werk ein sehr forschendes, also Ihr Werk ist von großem Interesse geprägt, ein sehr forschendes Interesse immer an Sachen. Und es gibt einen ganz wunderbaren Satz von Ihnen, Sie fordern keine originale Kunst, sondern originelle Kunst. Das heißt, das Primat der Idee steht bei Ihnen von Anbeginn im Zentrum Ihres Werkes. Wie hat sich das herauskristallisiert nach dem oder während des Studiums der Architektur? Also ich habe, nachdem ich dann Architektur eben angefangen habe zu studieren, gemerkt, dass das Studium überhaupt nicht in dem Sinne war, wie ich Architektur, Baukunst verstanden habe. Ich habe gesagt, ich kannte Architektur immer von den Fassaden her. Erich Mendelssohn war zum Beispiel ein großer Name für mich. Als ich in Hannover mich beworben habe, da zum Studium, gab es eine Prüfung und dann musste man über ein Bauwerk einen kleinen Aufsatz schreiben, das ein Bauwerk, was einem imponiert hatte. Und ich habe das Kolumbushaus, die Ruine des Kolumbushauses am Potsdamer Platz genommen als Beispiel, errichtet von Erich Mendelssohn, das ja als Ruine noch mir bekannt war. Also daran sieht man schon so meine Vorlieben. Ja. Und dann habe ich, wie gesagt, ja auch diesen Studienplatz bekommen. Aber das Studium selber bestand dann aus Statik-Vorlesungen, aus Hausinstallationen, Materialkunde, das war auch nicht unbedingt das Schlechteste, aber manches davon war auch nicht so sehr spannend. Jedenfalls große
Diskussion über Sinn und Unfug der Architektur oder der Architektur, wie sie in den 50er, 60er Jahren betrieben wurde, ja, gab es gar nicht. Es war ein reines Technikerstudium, mhm, und ich war sehr unglücklich. Also ich kann sogar sagen, ich war verzweifelt, weil ich nicht mit meiner persönlichen Situation und dem, was gefordert wurde, klargekommen bin. Ich hatte dann auch noch 1961 einen Verkehrsunfall, als ich mal nach Hamburg getrennt bin, ich glaube, es war entweder eine Feininger-Ausstellung oder Hans Arp, mhm, in der Kunsthalle zu besuchen. Da bin ich von meinem Auto auf der Autobahn angefahren worden. Also da kam schon eine weitere Unordnung in mein Leben. Ich habe dann zwar neben dem Studium, angefangen, Texte zu schreiben, meine ersten visuellen Texte, die sind ja in den frühen 60er Jahren erschienen. Das habe ich aufgrund eben meiner Lektüren mir erkundet. Also ich bin ja nicht Pionier der konkreten Poesie gewesen, aber ich habe sie sehr früh rezipiert. Ich habe dann im AStA der Technischen Hochschule, da gab es einen Hektographieapparat, einen Spiritus-Umdrucker, da durfte ich dann für einen Pfennig pro Blatt meine Texte vervielfältigen. Und dann habe ich mir im Postamt 1 in Hannover aus Telefonbüchern Adressen herausgesucht. Max Bense, Heißenbüttel, was es so an interessanten Namen gab. Und habe dann meine hektografierten Texte blind in die Welt geschickt. Mhm. Ich habe auch meine ersten Zeitschriften dann gemacht oder Manifeste geschrieben und verschickt und so weiter. Es kam natürlich keine Antwort oder ganz selten negative Antworten, was soll der Blödsinn und so, oder das haben wir doch alle schon von Dadaisten viel besser gehört oder vermutet, denn auch der Dadaismus war ja noch nicht richtig vollgültig wiederentdeckt. Ja. Also den Dadaismus gab es als Gerücht, als negatives Gerücht. Und Schwitters war eben zwar 59 oder 56 in der Kästner-Gesellschaft mit dünnem Katalog mal vorgestellt worden von Schmalenbach, aber die Rezeption von Schwitters ist erst 69 mit der großen Monographie von Schmalenbach, mhm, bei Dumont erschienen, glaube ich. Ja. Dann hat er dann erst richtig eingesetzt und dann hat erst Hannover auch richtig groß Schwitters eingekauft. Es gab 1964 oder war es 66 im Kunstverein Hannover eine Herbstausstellung und da wurde auch der städtische Schwittersbesitz, mhm, ausgebreitet. Er hat in einem kleinen Raum, in einigen kleinen Vitrinen in Gänze sich ausbreiten lassen. Also da war fast nichts. Ich habe in demselben Jahr dann auch, das war 64, glaube ich, mit Werner Schreib zusammen haben wir so einen Schwitters-Nachmittag gemacht. Ich habe dann auch eine Annonce aufgegeben, Heiratsannonce Anna Blume, Tim Ulrichs. Ja. Das war schwierig genug, weil die Zeitung gesagt hat, eine Postfachadresse geht gar nicht, wo sollen die Blumen abgeliefert werden in dieser Annonce, wenn da steht Postfach 6043. Gleich viel, also ich habe mich an den Dadaismus herangetastet, ich habe mich an die konkrete Poesie, mhm, herangetastet und dadurch, dass ich dann meine experimentellen Texte, auch am Anfang war das Wort Am, das war mir 1962 eingefallen, mich das so in alle Welt geschickt habe, habe ich dann eines Tages auch tatsächlich von Elisabeth Walter ein Schreiben bekommen, ob ich gestatten würde, dass sie aus dem, was ich ihr im Laufe der Jahre geschickt hätte, ein Büchlein in der Reihe, mhm, Rot drucken dürfe. Ja. Natürlich musste man mich eigentlich gar nicht fragen. Also ich war ja sehr überrascht und glücklich. Es war ein großer Glücksfall für mich. Und so ist ja dann auch Anfang 68, glaube ich, dann diese... Genau, 1968 ist es erschienen. Genau. Ja, im April, glaube ich, ja. Lesarten und Schreibweisen erschienen. Und da sind eigentlich alle meine sogenannten klassischen konkreten Texte schon drin. Also danach ist mir nicht mehr viel eingefallen, aber das hat auch gereicht dann. Und das war so in den 60er Jahren passiert,
während ich gleichzeitig eben noch dieses unglückliche Studium mit mir herumgeschleppt habe. Ich habe dann in meiner Flucht nach vorn gewissermaßen auch mich so exaltiert aufgeführt, habe mir einen Stehkragen schneidern lassen und so, und galt so als extravagante Figur einer technischen Hochschule. Wie gesagt, das war ja auch keine technische Universität und überhaupt nicht, auch nicht Leibniz-Universität, das war ja später erst diese Erweiterung dazugekommen. Also das war eine richtige Spießermentalität, die ja allgemein herrschte, und da bin ich leicht aufgefallen. Ich habe dann auch als Mitbegründer der Hannoverschen Studentenzeitung auch eigene Texte publiziert, auch Fragment habe ich da untergebracht und so weiter. Also das waren diese beiden Situationen. Einerseits dieses unglückliche Dasein als Student, der auch dann ein Semester lang zwangsexmatrikuliert wurde. Und andererseits der Totalkünstler, als der ich schon firmiert hatte, mit Visitenkarte und so weiter und Manifesten. Das hat mich fast also innerlich zerrissen. Und dann habe ich eben 2 Jahre lang Eisverkäufer gespielt. Sie haben Softeis als Cool Art verkauft. Ja, das hat dann Klaus Patsch, ein Klaper, unter dem Namen Klaper, hat er so immer Glossen geschrieben, hat das so dann kommentiert. Also gesagt, ich habe dann auch Ausstellungen in der Brauhütte, das war so ein Architektenverein, da war ich auch Mitglied, dann Ausstellungen gemacht. Also ging das so langsam los. Und dann habe ich versucht, in Berlin mich auszustellen als Selbstaussteller bei der Juryfreien 1965. Aber es war eine extrem schwierige Zeit. Dann habe ich allerdings durch Siegfried Neuenhausen 1969 auch meine Gastprofessur bekommen. Ja. Also seit dem Abbruch des Studiums im Frühjahr 66. Da war ich dann eben freier Künstler, eben frei von Geld, frei von Möglichkeiten, aber nicht frei von Ambitionen. Aber ich hatte eben die ersten kleinen Erfolge, so im Frankfurter Diskurs, in der Studentenzeitschrift. Da war Karl Rieha Redakteur, da bin ich hingefahren und habe gefragt, ob er nicht was publizieren könne. Ja, hat er gemacht, aber natürlich alles ohne Honorar. Und in Hannover hatten wir diese eigens dort gegründete Studentenzeitung, wo ich dann auch publiziert habe, alles natürlich, wie gesagt, ohne Honorar. Und Adam Seide hat in seinem Egoist dann auch von mir Dinge publiziert, auch ohne Honorar. Also ich musste wirklich von der Hand in den Mund leben und habe mir auch bis heute die Disziplin oder mich so diszipliniert, dass ich mit eigentlich extrem geringen Ansprüchen, materiellen Ansprüchen auskomme. Natürlich geistige Ansprüche kannst du nicht genug geben, aber große finanzielle Sprünge habe ich mir nie leisten können. Ja. Auch bis heute nicht. Ich bin jetzt ja Pensionär. Ja. Und nach dem Glücksfall eben mit diesem Buch mit Buck Spencer und Elisabeth Walter hatte ich ja dann das Glück, 1973 70ern dann, in Münster die Professur zu bekommen. Ja. Und das war, wenn ich kurz einspringen darf, eine ganz frühe Aktion von Ihnen, wenn wir jetzt gerade über die ersten Schritte auch noch reden bis zur Professur, dann ist ja, dass Sie sich selbst zum Kunstwerk erklärt haben. Und Sie haben sich auch Visitenkarten drucken lassen. Und ich sehe in Ihrem Werk auch eine Reihe, die sich dann ergibt. Deshalb heißt dieses Gespräch heute auch Me, Myself and I, die sich mit dem Ich, mit dem Künstler-Ich beschäftigt, was Sie ganz stark gemacht haben. Sie haben ja sich als Material auch sehr oft eingesetzt. Also Sie haben Ihre Hautfläche bemessen lassen. Sie haben Ihre Atemfrequenz aufgezeichnet, Ihre Herzschläge. Es gibt das autobiografische Tagebuch, was daraus entstanden ist. Hat das verändert, wenn man selbst zum Material wird? Oder in welcher Form hat das verändert, wenn wir jetzt im künstlerisch freien Fall sind in diesen Jahren? Ja, ich habe ja nichts, also wie Sie ja gehört haben, nichts gelernt richtig. Also aus dem Studium konnte ich eigentlich nichts für mein weiteres Leben retten.
Es sei denn, so eine reziproke oder auf den Kopf gestellte Architektur. Mhm. Es gibt ja einige Architekturskulpturen von mir, die man ja als Reminiszenz betrachten kann an das, was ich damals erlebt hatte. Aber ich wir hatten während des Studiums nichts richtig gelernt. Wir hatten zwar Kurt Sohns als Lehrer für Malen und Zeichnen und Kurt Lehmann als Bildhauer mit der Pflichtvorlesung oder Pflichtübung. Und Sohns hat mich auch gefördert. Er hat mir zum Beispiel sein Buch Vision in Motion von Molyneux geliehen, mhm, also die Originalausgabe, die englische. Und das habe ich dann auch durchgeackert. Ich hatte sogar, das habe ich auch schon mehrere Male erzählt, als einziger Student einen Schlüssel für die Räume des Lehrstuhls für Malen und Zeichnen, weil ich da meine grafischen Blätter gemacht habe, die ganz so lineare visuellen Konstruktionen am Reißbrett. Aber ich konnte nie richtig gut Freihand zeichnen. Und Aquarellieren und solche Dinge oder Ölmalerei hat mich auch nicht so interessiert. Sondern mich haben so denkerische Übungen und so Konstruktionen, wie sie Bauhaus oder später Vasarely und solche Leute gemacht haben. Oder Josef Albers, da gibt es ja auch Kippfiguren in seinem Frühwerk. Oder Escher, ja, der damals aber noch nicht so entdeckt war oder wiederentdeckt war. Also sowas hat mich interessiert, so Denkfiguren. Mhm. Und das hat Kurt Sohns auch unterstützt, aber ich hatte sonst ja von künstlerischer Übung, das, was so Künstler können und machen, modellieren, im Ton kneten, ja, und etwas zu formen, zu formulieren. Oder Musikinstrumente hatte ich auch nie gelernt, ne? Deswegen konnte ich nur Geräuschkunst machen. Ich wollte mal ein Kammblasorchester machen. Auch mit meinen Studenten, so mit 30 Leuten, ein Kammblasorchester wollte ich auf die Beine stellen, ist mir bis heute nicht gelungen. Also ich habe mich immer für das Amateurhafte mehr interessiert, also weil ich in nichts eine Meisterschaft vorweisen konnte. Das würde ich gar nicht. Ich glaube, Ihre Meisterschaft liegt in dem, was Konzeptkünstler können, also in der Idee, in dem, dass Ihre Arbeiten, also ich hatte vorhin diesen Glückswürfel in der Hand, dass sie erstmal sehr schnell funktionieren. Also jeder spricht darauf sehr schnell an, jeder versteht es und einen aber zum Nachdenken bringen. Und das finde ich, das machen Ihre Arbeiten auf ganz besondere Art und Weise. Ja, aber da sagen ja andere, da kommt mal ein wichtiges Kapitel. Ja. Tim Ulrich, sagen die Leute dann, die Wohlmeinenden, also was sie machen oder was du machst, ist ja ganz schön und gut oder interessant, aber mit Kunst hat das eigentlich wenig zu tun, denn es ist ja keine Könnerschaft dabei. Bei Musikern erwartet man, dass sie ein Instrument beherrschen. Wenn sie es nicht können, dann können sie wie John Cage in 4 Minuten 33 Sekunden eben am aufgeklappten Klavier sitzen und nichts tun, das könnte ich auch. Hätte ich machen können, habe ich aber nicht. 1952, da war ich erst 12, das war ein bisschen früh für mich. Also ich kann nur die Dinge machen, die keine Meisterschaft oder kein im traditionellen Sinne kein Kunsthandwerk, ja. Also Handwerk oder Können voraussetzen, sondern ich kann nur sozusagen mir was ausdenken, was denken. Aber da sagen dann viele Leute, ja, schön und gut, als Philosophie ist es zu dürftig, als Kunst ist nicht künstlerisch genug. Also du hängst irgendwo dazwischen, das ist Unterhaltung, bestenfalls Unterhaltung. Und ich hätte ja mir auch überlegen können, ob ich zum Beispiel diese Dinge, die ich da mache, ob ich die als in die Kunstwege einschleuse oder ob ich die als Gadgets, als Spielzeug oder sowas verkaufe. Und auch die Aktion, die ich gemacht habe, hätte man in der Zeitung vielleicht unter Vermischtes oder Bunte Welt oder so abhandeln können. Aber da war ich immer so clever genug, das als Kunst auszuweisen und bin damit in die Feuilletons gekommen. Ja. Also damit auf Schienen, die weiterführen. Also was in der bunten Welt oder in der Bildzeitung steht, ist am nächsten Tag nicht mehr aktuell. Aber was im Feuilleton steht, das ist auf längere Zeit bedacht.
denkt sogar an die künstlerische Ewigkeit. Mhm. Und so sind die kleinen Denkfiguren, die ich in die Welt gesetzt habe, vielleicht sind sie Kunst, oder ich habe behauptet immer, dass sie Kunst sind. Und wenn man diesen vermeintlichen oder tatsächlichen oder gar nicht Schwindel mir abnimmt, dann habe ich es ja geschafft. Ne? Also das kann man mir abnehmen, die Tricks, die Zaubertricks. Und der Künstler will ja Zauberer sein. Im novalen Sinne ist der Künstler Zauberer. Und Sie wissen ja, die Hauptgenugtuung, die ich bei einer Skulptur habe, oder einer Wortschöpfung, ist ja sozusagen einerseits der Geistesblitz, der einem schon, ja, wenn ich so sagen darf, einen gedanklichen Orgasmus oder so, mhm, verschafft. Also wirklich ein euphorisch stimmt, ja, für kurze Zeit, ein Gedankenblitz, der einen erhält und Erkenntnis stiftet, der Blitz der Erkenntnis. Das ist schon in sich toll, wenn das einem das gelingt. Aber andererseits möchte ich natürlich auch die Anerkennung haben. Mhm. Also man könnte auch sagen, im weiteren Sinne, man möchte dafür geliebt werden. Nicht? Und diese Liebe kann sich dann in Umarmung zeigen, sie kann sich in Geldzuwendung zeigen oder in einer Öffentlichkeit, die Dinge ausstellt, besucht, anschaut, mit Beifall belegt und so weiter. Aber wenn einem das alles genommen wird, ja, und so fühle ich mich ständig Bluttransfusionen ausgesetzt. Also ich bin immer Blutspender für andere und ich selber ermatte dann. Also es ist schon, also mit dieser Ideenkunst ist es schwierig, weil das deutsche Urhebergesetz. Weil es nicht schützbar ist in dem Sinne. Also ich weiß nur, Sie haben ja auch 1986, also um eines der berühmtesten Beispiele zu nennen, Andy Warhol angeschrieben, weil er ihre Idee des Camouflage-Musters, also er hat ja in den 1980er Jahren das Camouflage-Muster benutzt und ist ja von der Kunstkritik gefeiert worden als Neuinterpretation des All-Over-Prints. Und ganz zu Recht haben Sie darauf verwiesen, dass sowohl in Ihrem Die Erde als getarntes Flugobjekt, also als UFO, aber auch in ihrer Hommage an Edouard Manet zum Beispiel, das getarnte Frühstück im Grünen 1, da ist es aber ganz klar als Hommage ausgewiesen, worauf Sie sich beziehen, bereits in den 60er Jahren eingeführt haben. Und ich stelle mir, das ist sicherlich sehr schwierig, wenn einem das immer wieder begegnet. Dass auf der einen Seite ist es ja, also es ist ein sehr zweischneidiges Schwert, dass man sagt, es ist auch ein Lob oder es freut einen, wenn es aufgegriffen wird. Aber wenn Sie sagen auch, es fühlt sich an wie eine Form der Weiterverwendung ohne Verweis, eine Form des Diebstahles. Aus Ihrem Ideentresor quasi. Ja, also beim Andy Warhol war noch das Witzige. Es gibt auch noch diese Pissbilder, sogenannte, ja, von die ihm, auf Partys entstanden sind. Also ja. Das habe ich vorher gemacht, und zwar 1971 bei der Experimenta in Frankfurt. Da hat der Kunstverein, mhm, mit Georg Bussmann als Leiter mich eingeladen, daran teilzunehmen. Da habe ich zum Beispiel mich von einem Detektiv beschatten lassen. Ja. Das hat 10 Jahre später Sophie Keil gemacht. Mhm. Es hat noch niemand publiziert, dass ich da der Vorgänger bin. Sophie Keil hat in Hannover den Preis der Sparkassenstiftung für Fotografie bekommen. Und da wurde das begründet mit dieser Arbeit, mit der Verfolgung durch einen Detektiv, den ihre Mutter ihr nachgeschickt hatte. Dann habe ich im Sprengelmuseum gesagt, also das habe ich doch 10 Jahre vorher gemacht. Also Sie können das doch vielleicht, ich bin Hannoveraner, warum zeigen Sie das nicht dazu oder warum kriege ich dann den Preis nicht? Ja, das weiß man ja, Ihre Geschichte, aber jetzt ist hier Sophie Keil. Und ich habe das auch mal in einem Leserbrief da wurde auch dann auf dieser Fall besonders hingewiesen, an die Zeit, die Wochenzeit geschrieben. Mhm. Da haben sie gesagt, wir können ja nicht alle Leserbriefe abdrucken, schönen Dank und so weiter. Und bei Warhol war es, wie gesagt, da habe ich dann Tabletten genommen und meinen Urin gefärbt in öffentlichen Toilettenanlagen. Da gab es dann noch so Urinrinnen. Mhm. Und da habe ich mich außen hingestellt. Dann ist mein roter, blauer, grüner Urin dann an anderen Herren vorbeigeflossen. Und so weiter. Und in Erlenmeyer-Kolben im Kunstverein standen da solche Gefäße mit dem gefärbten Urin. Das war ja noch interessanter als die
Urinbilder von Wall, aber es hat niemanden interessiert, weil der Ruhm sich dann an diesen Berühmten dranhängt und nicht so ein Nobody. Und wenn ich also mich beschwere oder das zur Sprache bringe, dann sagen sie ja, Tim Ulrichs ist ja immer derjenige, der was vorher gemacht haben will. So hat sich Caspar König mal ausgedrückt in Münster bei den Skulpturenprojekten. Ich hatte gerade in München die Kirche im Mühlberg vergraben. Mhm. Und ich hatte ja Guillaume Bay nach Münster geholt, im Grunde im Alleingang. Den habe ich da in der Akademie durchgesetzt, er hat eine Professur bekommen. Und er war gerade ein halbes Jahr da, und da schlägt er vor, eine Kirche da zu vergraben. Und das habe ich gar nicht erst gewusst, sondern das haben mir Studenten erzählt. Und dann habe ich eben das auch zur Sprache bringen wollen. Und dann hat Caspar König mich zu seinen Kuratoren gebeten und hat dann mich eingeführt und hat gesagt, also Tim Ulrichs ist einer, der immer, wenn irgendwo auf der Welt eine gute Idee auftaucht, um die Ecke kommt und sagt, er hätte das schon vorher gemacht. Also so wird man dann lächerlich gemacht und als Psychopathen hingestellt. Mhm. Aber natürlich ist es schwierig, also gerade mit dem Tarnmuster ist ja ein interessantes Thema. Ja. Also Camouflagen, also nicht nur im Tierreich und so weiter, sondern überhaupt und auch im täglichen Leben. Also das hat ja auch mit Kleidung, also, man kann ja sagen, wir betreiben ständig Camouflage. Ne? Der Mensch ist ja ein nacktes, im Grunde ekelhaftes, unattraktives Wesen, nicht schöner als ein Schwein oder vielleicht sogar hässlicher noch. Aber wir kamuflieren uns, indem wir uns quasi in Geschenkpapier oder wie in Geschenkpapier einwickeln und kostbarer machen. Wir bauen uns auf durch Mode und so weiter. Und dann gibt es eben beim Militär die Notwendigkeit, sich zu kaschieren und zu verstecken. Und ich habe das auch thematisiert dann zum Beispiel mit Burnham's Wild, das ist ja schon ein Motiv, was bei Shakespeare auch eine Rolle spielt, bei Macbeth. Mhm. Und heute natürlich haben die Tarnmuster keine Bedeutung mehr, weil man mit Wärmekameras oder so Soldaten schnell identifizieren kann, im Dunkeln oder wo auch immer. Aber ein Soldat, wenn er Tarnkleidung anhat, fühlt sich sicherer. Er ist faktisch nicht sicher, aber er fühlt sich sicher und ist vielleicht dann auch todesmutiger. Das kann man natürlich auch kritisieren, aber es ist insofern ein interessantes Thema, als das Tarnmuster zwar eine Form der Abstraktion ist, aber andererseits natürlich auch ein Naturalismus will. Denn man soll ja nicht auffallen. Und es gibt auch die unterschiedlichsten Tarnmuster in unterschiedlichsten Armeen der Welt. Ich habe jede Menge Literatur darüber. Und es gibt Tarnmuster für die Wüste, für das Nordkap, also für Winterkleidung, Sommerkleidung. Also es ist sehr, sehr interessant. Ich habe dazu eine ganze Reihe Arbeiten gemacht. Zum Beispiel, was interessant ist auch, es gibt sogenannte Limikolen. Das sind Vögel, die ihre Eier in Sand legen, die brauchen keine Nester. Oh ja. Aber die legen den ja nicht irgendwo in den Sand, sondern in Sand, der dieselbe Musterung hat. Wie das Ei. Wie das Ei. Mhm. Woher weiß der Vogel, wie sein Ei aussehen wird, was er gerne legen möchte? Ne? Und wie sucht er dann das entsprechende Terrain aus, um dann das Ei abzulegen? Mhm. Also das sind so genetische Prägungen. Und so habe ich zum Beispiel 4 Eier, die ausgepustet sind, vor gemalte Gründe, also von mir gemalte Holzplatten, die ich genauso betüpfelt habe und gestrichen habe, wie diese Eier gefärbt sind, sodass man sie also fast gar nicht sieht. Also, oder ich habe ein Chamäleon mal genommen, auf Tarnmuster gesetzt. Es ist blass geworden, weil es vielleicht gemerkt hat, das ist nur ein Tarnmuster und keine echte Landschaft. Das sind ja Erregungszustände beim Chamäleon und so weiter. Also das ist also hochinteressant. Und ich habe von diesem großen Tarnbild, was ja auch in Ihrer Sammlung ist, habe ich 100 Stück eigenhändig gemacht. Also 100 Keilrahmen auf 1x1 Meter, alle bespannt, zurechtgeschnitten. Das ist unendlich viel Arbeit.
Ja, das glaube ich. Und die Talmuds, diese Bilder wurden für 100 Mark oder so, 120 Mark verkauft. Also zu verdienen war da nicht viel dran. Und wenn man 100 solcher Talmobjekte macht, also monatelange harte Arbeit, und dann kommt so ein Andy Warhol, hängt so eine große Plane auf, und dann kommt Herr Marx in Berlin, kauft das für Millionen und so. Und ich stehe dann da, und bei mir bricht der Markt zusammen, weil dieser Rechtsüberholer das alles abschöpft. Aber dennoch haben Sie nicht aufgegeben. Sie haben nie aufgegeben. Also was hält Sie, ist das Ihr forschendes Interesse? Also Sie haben eben auch über naturwissenschaftliche Phänomene zum Beispiel gesprochen. Ist es die Neugier, die Sie dann daran hält? Ja, also wenn ich jetzt über solche Fälle spreche, dann sind das ja im Grunde genommen Rückblicke. Mhm. Und solange ich lebe, gilt es, das Leben zu erforschen. Die Surrealisten haben eine interessante Karte gezeichnet, oder so eine Karte des persönlichen Erlebens. Mhm. Und wenn Sie sich in Verhältnis setzen, sagen wir, Ihr eigener Wirkungsbereich, Ihre Kenntnis der Welt, zusammen im Verhältnis setzen zur gesamten Erdoberfläche, dann sehen Sie, dass Sie fast gar nichts gesehen haben, nichts durch eigene Erfahrung kennen. Und auch meine Welt spielt sich immer nur innerhalb von Deutschland ab. Ich bin kaum je über die Grenzen gekommen, ein bisschen in die Schweiz, nach Zürich, ein paar Mal war ich in Österreich, habe ausgestellt. Ich bin vor einigen wenigen Jahren zum ersten Mal in New York gewesen. Also ich war mehrere Male in Sao Paulo. Und in Sao Paulo habe ich mich insofern beliebt gemacht, als ich gesagt habe, ich bin nicht wie die meisten erst in die USA gefahren, und dann mit meiner Freizeit gestatte ich euch auch noch mal so einen schnellen Besuch ab, sondern ich sage, ich wollte gar nicht in die USA, ich bin nach Brasilien gekommen. Und das fand ich gut, dass man diese Reiseroute nicht so wie üblich macht, sondern eben anders. Und durch das Goethe-Institut bin ich eben an einige Orte der Welt gekommen. Ich bin nach Kamerun gefahren, in Yaoundé war ich, und dann bin ich mal in Melbourne gewesen. Ich war auch in Bangalore und Delhi, alles mit dem Goethe-Institut. Also da habe ich viel Erfahrungen machen können, mehr Erfahrung als die Inder oder Kameruner mit mir. Also eigentlich ist es ja auch ungerecht. Ich fahre als reicher Deutscher da in diese Länder und soll den deutsche Kultur nahe bringen, obwohl ich ja da viel mehr von denen gelernt oder gesehen habe als umgekehrt. Aber das ist jetzt nicht meine direkte Schuld, sondern ich habe das auch natürlich genossen, und ich habe auch da gelernt. Also warum auch nicht? Also diese Vermischung der Kulturen ist ja immer mit Übernahmen und Aneignung verbunden. Aber wie gesagt, wenn innerhalb europäischer oder gerade deutscher, sagen wir, Übernahmen oder Plagiate, dann solche Dreistigkeiten passieren, dann gibt das schon mal Grund, sich vielleicht darüber aufzuregen. Denn ich habe es heute ja nicht geschafft, irgendwelche Besitztümer mir anzueignen. Ich habe als feste Konstante meine monatlichen Bezüge als pensionierter Professor. Mhm. Aber ich habe keinen Besitz. Ich habe noch, vor zwei Wochen hatte ich noch auf meinem Girokonto ein Minus. Jetzt habe ich wieder ein Plus. Aber ich besitze eigentlich nichts. Ich habe kein Haus. Ich mache keinen Urlaub. Ich habe kein Auto. Also ich habe nur meine Riesenlage an unverkauften Arbeiten. Das ist mein gesamter Besitz und die vielen Bücher, die ich habe und mit denen ich dann sterben werde, und keiner weiß, wohin damit. Man würde Sie eigentlich als Minimalist bezeichnen heute. Von dem her, dass Sie auch, Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie sind auch natürlich in einer Zeit aufgewachsen, in der Mangel noch ganz anders präsent war, als er heute präsent ist. Und Sie haben auch davon berichtet, dass Sie mit sehr wenig zufrieden sind.
Ich sehe eine ungemeine Großzügigkeit in Ihrem Werk. Also zum einen, dass Sie für die Kunst gearbeitet haben. Also das ist ja auch eine Utopie der Moderne, die Kunst mit dem Leben zu vermischen oder das in übereinzubringen, den Versuch zumindest zu wagen. Und wir haben hier ja einige Objekte vor uns stehen. Es sind sehr viele Ihrer Arbeiten unter anderem auch als Schenkungen in öffentliche Sammlungen gekommen, damit sie von anderen gesehen werden können, damit es vielleicht auch jungen Studenten wie Ihnen geht, dass man im Museum eigentlich Kontakt mit der Kunst erhält und auf etwas aufmerksam wird oder eine Idee hat, dass etwas mit einem passiert. Würden Sie sagen, dass das etwas ist, was Ihnen entspricht, dass Sie zum einen sehr behutsam damit umgehen, wie viele Ihrer Objekte in Sammlungen sind, dass sie auf der einen Seite zugänglich sind und zum anderen, wenn Sie, wir sprachen jetzt über diesen Glückswürfel, also das Multiple, das eigentlich ja auch aus dem Dadaismus kommt und im Fluxus und der Popart sehr bekannt wurde, dass Sie sagen, meine Kunst ist für sehr, sehr viele zugänglich, das ist mir wichtig. Welche Bedeutung hat das für Sie, also für Sie als Künstler und aber auch für den Menschen Tim Ulrichs? Ja, einerseits können wir natürlich sagen, Eitelkeit wird befriedigt durch Ruhm. Mhm. Ich habe auch 1973, glaube ich, schon einen Text geschrieben, wie ich berühmt wurde. Ja. Da war ich noch überhaupt nicht berühmt, aber ich habe das so mal unterstellt. Und es gibt ja auch Leute wie Herostratos, die in Ephesos einen Tempel anzünden, um sich berühmt zu machen, bekannt zu werden. Also ist auch ein legitimes Interesse, dass man als Individuum erkannt oder anerkannt ja. werden möchte. Und manche trösten sich ja mit der Bibel dann, wenn es heißt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also im Tode dann ist man bei Gott wohl aufgehoben. So glauben mal manche. Also ich bin nicht, habe nicht diese Sicherheit des Glaubens, ich habe nie an irgendwas geglaubt. Natürlich in dem Sinne, dass man sagt, ich glaube, morgen wird das Wetter gut, also in dem umgangssprachigen Sinn sei natürlich auch das Wort, benutze ich auch das Wort Glauben, aber nicht in dem metaphysischen. Aber vielleicht an sich? Ne? Haben Sie an sich geglaubt, an Ihre Ideen? Nein, das nicht. Also ich habe dafür ein Bild. Es gibt bei La Fontaine, glaube ich, diese Geschichte von den zwei Fröschen, die in die Milch fallen. Ja. Und der eine resigniert dann schnell und ertrinkt. Und der andere strampelt sich ab und strampelt und strampelt, bis er aus der Milch so einen Butterkloß erstrampelt hat. Und auf dem kann er dann Platz nehmen, sich ausruhen und aus dem Topf dann springen. Also so hält dann ja die Bewegung, die geistige Bewegung ja auch jung gewissermaßen, also im übertragenen Sinne jung und neu getreibt dann weiter. Also es gibt in meinem Sinne zwei Stimulanzien weiter. Einer ist der Zweifel und dann eben die Neugier. Beide sind miteinander verbunden. Also man, oder ich sage mir, nichts einfach hinnehmen, sondern nachgucken, die Rückseite anschauen und so alles drehen und wenden. Also wenn man mir eine Puppe geschenkt hätte, würde ich wahrscheinlich über die Arme ausreißen, gucken, ob da drin ein Sägespäne ist oder Holzwolle oder Watte oder so. Und dann versuchen natürlich, das hinterher wieder zusammenzusetzen. Würde mir vielleicht nicht gelingen, dann muss ich wieder Hilfe holen. Aber das Interesse so am Neuen, das hat natürlich auch mit einem Ungenügen zu tun oder einer mangelnden, wenn man so will, Frustrationstoleranz. Und deswegen sind ja meine Arbeiten auch relativ schnell rezipierbar. Ich will niemand langweilen mit so langen Erörterungen. Und das sollen eben kleine Erfindungen sein, aber die Menge der kleinen Erfindung ergibt dann doch letztendlich einen großen Haufen, weil nämlich die untereinander ja auch verzahnt sind oder wie ein Mycelium unterirdisch oder wie auch immer Verbindungen aufnehmen. Wurzelgeflecht dann. Ja, und dann ergibt sich daraus ja doch dann eine
Gesamthaltung und eine gesamte Weltschau, ja, wenn man so anspruchsvolle Begriffe benutzen darf. Absolut. Ich habe einen Satz, den ich als einen Schlüsselsatz für Ihr Werk erlebe, in einem Aufsatz von Ihnen, Denken Sie immer daran, mich zu vergessen, im Jahr 1980 für die Städtische Galerie Lüdenscheid. Und zwar haben Sie dort geschrieben, ein Leben für die Kunst, heißt es hier. Das kann nur bedeuten, ein Leben, um sich auf den Tod vorzubereiten, ihn zu gestalten, ihn zu inszenieren, als Höhe- und Kulminationspunkt ein für allemal. Sie haben sehr viele Interventionen oder sich in sehr vielen Aktionen mich auch mit dem Lebensende befasst. Also ich kann hier nur der Findling zum Beispiel erwähnen. Sie haben sich in einen Stein einschließen lassen. Sie haben auch die Worte The End auf dem rechten Augenlid tätowiert. Und da sich unsere Gesprächsstunde jetzt dem Ende zuneigt, möchte ich Sie gerne fragen, welche Bedeutung diese Momente für Sie in Ihrem Œuvre hatten, dass Sie sich mit dem Lebensende, mit dem Tod auch so auseinandergesetzt haben, wie, glaube ich, sehr wenige, trotz der Leichtigkeit, die in Ihren Objekten immer wieder aufscheint. Ich glaube, dass man sich die wichtigen Themen ja gar nicht aussucht. So, ist ja nicht so, dass ich jetzt vor einem reichen Gabentisch sitze, ja, und mir sage, ich könnte hiervon kosten oder davon, sondern diese Bestimmtheit, bestrebt in eine Richtung zu gehen, die kann ich mir vielleicht auch gar nicht aussuchen, sondern es hat dann mit dem Charakter zu tun. Und ein Chamäleon hat eben viele Farben, ne? Und dafür kann es nichts. Es kann nur damit eben gut umzugehen lernen oder eben nicht. Und wenn es nicht damit verfahren kann, dann wird es schnell zum Opfer. Also es geht um dieses berühmte Erkenne dich selbst. Mhm. Und ich kann nicht sagen, dass in meinem Familien Kreis viele dramatische Todesfälle sehr früh mich heimgesucht hätten oder andere heimgesucht und damit auch mich heimgesucht hätten. So das Thema hat mich immer beschäftigt. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Man ist dem Thema ausgesetzt. Ja. Man kann nur versuchen, wie damit eben umzugehen. Und ich neige nicht zur Tränenseligkeit, sondern so, wie wir vorhin schon sagten, man kann mit einem lachenden oder einem weinenden Auge damit zu leben versuchen. Mhm. Oder ich versuche eben beides gleichzeitig zu können, zu lachen und zu weinen. Und je ernster die Themen sind, umso eher bin ich versucht, sie so zu formulieren, dass sie zwar Erkenntnisse stiften, aber einen nicht zu sehr niederdrücken, denn das ist wiederum nicht der Erkenntnis förderlich. Also wir müssen ja einen Modus wie Wendy finden, ja, also mit unserer Existenz auskommen. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich ungern lebe oder gelebt habe, einfach aus der Tatsache, dass das Leben will. Mhm. Und dass der Tod nicht abwendbar ist, habe ich zumindest früh erkannt. Und wir natürlich auch durch unser Leben andere Leben immer gefährden oder zerstören müssen. Also das ist ja auch schnell erkennbar. Und daraus dann Schlüsse zu ziehen, die das Leben in irgendeine vielleicht bessere Form bringen. Mhm. Und das kann man vielleicht durch Aphorismen, durch Kunstwerke schaffen, dass wir nicht nur mit den Füßen im Dreck stehen, sondern eben auch mit dem Kopf in den Wolken bleiben können. Also, und beides schaffen. Also einerseits erkennen, dass wir alle an diese Erde gebunden sind, ja, wie auch Latour dann schreibt, also die Erdverbundenen, wir sind Erdverbunden, aber wir atmen eben auch
ein Geist aus und ein, der eben die Schwere des Lebens auch abstreifen möchte und zu Höhenflügen, gedanklichen Höhenflügen neigt. Und wenn es das gelingt, mit der Kunst sozusagen, also wie es hochtrabend gesagt, weltverbesserisch tätig sein zu können und dem Leben Seiten abzugewinnen, die eben nicht nur purer Spaß sind, sondern auch mit dem Witz der Erkenntnis, mit der Erleuchtung verbunden sind, dann kann man ja sagen, dann ist das erreicht, was vielleicht Kunst sich vornimmt oder der Künstler bestenfalls erreichen kann. Absolut, und ich glaube, das ist auch passiert. Sie haben diesen Satz oder das Paradoxon: Denken Sie immer daran, mich zu vergessen, auch in einen Grabstein einschreiben lassen. Ich möchte Ihnen in Anlehnung an diesen Satz für dieses unvergessliche Gespräch heute hier danken. Und ich danke meinen Kollegen vom Videostudio für die Aufzeichnung sowie Ihnen fürs Zusehen. Wenn Sie die Reihe Die Art Off weitersehen möchten, dann können Sie dies im Februar 2023 mit einem Gespräch zwischen Margit Rosen, der Leiterin der Abteilung Wissenssammlung, Archive und Forschung, und dem künstlerischen Direktor des ZKMs, Peter Weibel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dezemberabend und eine besinnliche Vorweihnachtszeit.